Habt euch mal Gedanken gemacht, was so auf euren Produkten steht und was das eigentlich heißt? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Hallo, hallo, entschuldigen Sie. Ich habe dieses Produkt gefunden. Es sagt von der Firma 0815. Und es sagt 100% mehr Volumen. Das brauche ich. Ich brauche 100% mehr Volumen. 100% mehr Volumen von 0% Volumen. Sind immer noch 0%. Aber... Okay, ja, stimmt. Ganz genau, das ist der springende Punkt. Es gibt Aussagen, die sind einfach nur Quatsch. Es gibt 100% mehr Volumen, 100% mehr Griffigkeit, 100% mehr von irgendwas. Natürliche Inhaltsstoffe, handgeklöppelt. Dann ist es ganz oft einfach nur dazu da, um dieses Produkt zu verkaufen. Ich werde mich nicht darüber auslassen, wer, wie, was, auf welchen Produkten das steht und was es heißt. Ich kann euch aber eine Sache sagen und das ist es, worum es mir heute geht. Evo, die sind nicht so. Und damit willkommen zu meiner Serie rund um Evo. Evo Pflege, Evo Styling und alles, was damit zu tun hat, was diese australische Firma so unglaublich cool macht. Aber bei Evo ist es definitiv so, dass die ganz klar sagen, es braucht nicht viel Marketinggerede drumherum, es braucht nicht unglaublich viel zusätzliches Geschwalme, sondern unsere Produkte überzeugen von sich aus. Das ist auch der Grund, warum Evo-Produkte sehr spartanisch sind von ihrem Aussehen her. Das ist tatsächlich auch was sehr Gutes, weil ihnen geht es um die Fähigkeit, ihnen geht es um die Performance, nicht darum, viel Bohai drumherum zu machen. Das ist auch genau der Grund, warum Evo-Produkte sehr clean aussehen, aber insgesamt, wenn man sich das mal durchliest und mal anguckt, wie die aufgestellt sind, was so auf diesen Produkten steht, sind die ultra lustig. Ein paar von diesen Dingen werde ich noch zum Besten geben und alleine bei den Namen, die ich dann so aufrufe, werdet ihr ganz klar merken, Evo will Spaß machen, Evo will mit Performance glänzen und überzeugen. Und Evo ist einfach eine geile Marke für alle, die sich wirklich verwirklichen wollen im Salon. And this is how we do it. In Teil 1 dieser Serie dreht sich alles um Pflege. Das heißt, dieses Video ist für Evo Pflege in allen Serien, was die jeweiligen Produkte machen, wie sie aufgestellt sind und wie ich sie auch super beraten kann und welche Kombinationen es auch gibt. Ich starte damit, euch einfach zu zeigen, welche Größen es gibt. Dass ihr einfach schon seht, okay, was ist Kabinett? Was ist Verkaufsgröße und wie sehen die Produkte aus? Die klassische Verkaufsgröße ist diese hier. Das ist ein typisches Evo-Produkt. In diesem Falle Ritual Salvation, Repair Shampoo. Und an der Kappe erkennt man immer, was Shampoo und was Conditioner ist. Denn die Conditioner haben alle einen Pumper. Das ist Shampoo und Conditioner von Evo. Sieht so aus. Und man sieht schon an diesem eher etwas spartanischen oder sagen wir mal sehr cleanen Look, dass Evo es nicht um viel Gemache drumherum geht. Evo geht es um, das ist mein Produkt und das ist es, was es tut und die Performance muss stimmen. Allerdings, wenn man ein bisschen genauer hinguckt und der englischen Sprache gutmächtig ist, das muss ich dazu sagen, dann wird man hier Erklärungen und Erzählungen drauf finden, die einfach ultra lustig sind und die auch viele Kunden schon dazu bewegen zu sagen, hey, ich gucke mir das mal an, finden das mega und fragen dann von sich aus nach, hey, was ist denn das? Was macht denn das? Kann ich das gebrauchen? Die zweite Größe, mit der ihr im Salon zu tun habt, ist diese hier. Das ist die Literflasche. Und die gibt es von allen Serien, jeweils im Shampoo und Conditioner. Und bei manchen Serien, wie zum Beispiel bei Hydrate oder auch bei Maintamer, gibt es das Ganze nochmal auch als Liter für die Maske oder für ein Extra-Treatment. Darunter fällt zum Beispiel Great Hydrator oder Main Attention. Evo Pflege besteht tatsächlich nur aus 5 Serien. Die da wären Calm, Care, Volume, Straight und Curl. Alle Produkte und jedes einzelne Produkt, das zur jeweiligen Serie gehört, stelle ich euch jetzt vor. Wir beginnen mit Calm. Bei Calm geht's los mit Therapist Shampoo und The Therapist Conditioner. Die beiden Produkte sind Shampoo Conditioner, quasi die tägliche Pflege aus der Calm-Serie. Calm ist im Endeffekt die Moisture-Serie, sprich die Feuchtigkeitsserie. In der Serie weiterhin finden sich The Great Hydrator. Great Hydrator ist die Maske quasi. Und Headmistress
Headmistress ist ein Leave-In, das sowohl beim Föhnen hilft, es hat keinen Hold-Faktor, ist aber dazu da, eine saubere Versiegelung der Haaroberfläche zu bringen. Ist ein schönes Leave-In, das recht sauer ist, um halt eben auch Frizz zu entfernen und eine saubere Haaroberfläche zu kriegen. Ist eins meiner Lieblingsprodukte, um sie als Basis in die Haare zu packen, bevor ich anfange, dann verschiedene Sorten von Styling noch oben drauf zu packen. Als letztes im Bunde haben wir dann noch Whip It Good. Und Whip It Good ist ein Schaum. Ist aber tatsächlich nicht so der klassische Föhnschaum mit viel Halt und ich mache da so richtig meine Wellen rein, sondern es ist tatsächlich ein eher ein Pflegeschaum. Es ist ein ultra cooles Feuchtigkeitsprodukt und einfach durch seine Darreichungsform bringt es schon eine unglaublich schöne Verteilung im Haar und ich kann damit einfach super arbeiten. Hier kann ich es schon mal zeigen. Evo-Produkte haben auch immer Indikatoren auf den Flaschen. Das heißt, hier wäre jetzt der Hold-Faktor und darunter der Shine-Faktor. Hold-Faktor hatte tatsächlich einen Rollschuh von 5. Das heißt, es ist nicht wirklich viel Halt da. Dafür allerdings 4 von 5 kleinen Hosen, was Shine angeht. Und schon geht's weiter mit der Care-Serie. Care hat ganz klassisch ein Shampoo und ein Conditioner. Und ich habe es noch nicht dazu erwähnt, aber ich sage es jetzt gleich. Alle Produkte bis auf die Wachse sind bei Evo vegan. Das heißt, auch hier ist pflanzliches Protein drin, weil Care ist im Endeffekt die Aufbauserie von Evo. Hier ist pflanzliches Protein drin und ist definitiv kein Keratin. Auch da, wer sich daran erinnert, das ganze Olaplex und Keratin-Thema, seid ihr auch bei Evo immer auf der sicheren Seite. Die zwei extra Produkte, die es in der Care-Serie gibt, sind Happy Campers und Main Attention. Main Attention ist technisch gesehen die Maske. Main Attention ist aber ein extrem reichhaltiges Protein-Treatment. Also das gibt es zum Beispiel auch für euch im Kabinett im Liter und ist echt eine mega Geschichte für Haare, die wirklich Aufbau brauchen, die einfach ein sehr proteinschwaches Haar haben. Da kann ich mit Main Attention Wunder bewirken. Und Happy Campers ist so mit das meistbenutzte Produkt bei meinen Evo-Kunden. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Erstens ist es ein Leave-In, das heißt, es bleibt drin. Es lässt sich auch einsprühen, weil es ist ein Pumpspray. Und es bringt halt unglaublich viel auch hier an Protein und hilft unglaublich auch beim Aufbau. Es ist technisch gesehen eine Maske als Leave-In-Spray. Gibt es einfach so auch von keiner anderen Firma. Dass ihr mal gesehen habt, wie man das nutzt. Ich nutze das tatsächlich nie, dass ich das richtig reinsprühe in die Haare. Ich für meinen Teil nehme das und sprühe mir das auf die Hand. Und dann passiert Folgendes. Das hier wird eine Creme. Und diese Creme, die mische ich auch ganz oft dann mit verschiedenen Produkten. Oder ich packe das als erstes in die Haare und packe dann die nächsten Styling-Produkte, die ich möchte, oben mit drauf. Ist auf jeden Fall ein Mega-Produkt, riecht auch unglaublich geil. Und ist eines der meistverkauften Produkte bei Evo. Auf geht's zur nächsten Serie und unsere nächste Serie ist Volumen. Auch bei Volumen gibt es ganz klassisch ein Shampoo und einen Conditioner. Die heißen, ganz lustigerweise, Gluttony und die Bride of Gluttony. Gluttony, nur für die, die es nicht wissen, ist die Völlsucht oder Völlerei, eine der 7 Todsünden. Und der Conditioner dazu ist quasi die Braut der Völlerei. Das meine ich so, auch wenn ich gesagt habe, sie haben ganz oft ganz strange Namen oder auch so ein ganz stranges, so eine ganz strange Art und Weise. Das liegt daran, weil sie halt einfach Spaß daran haben, Dinge anders zu sehen und Dinge anders zu bewerten. Die anderen beiden Produkte, die es im Volumenbereich gibt, sind Root-Kanal, was auf Englisch tatsächlich heißen würde Wurzelkanal, und die gute alte Shape Vixen. Das lasse ich halt jetzt einfach mal so stehen. Shape Vixen ist ein Produkt, das ein Gel ist und Volumen bringt. Es hat einen gewissen Haltfaktor, nämlich 3 von 5, also es ist relativ stark auch und bringt aber halt richtig gut Volumen. Shape Vixen ist so eine Sache, die ich ganz oft hernehme, wenn ich Längen und Spitzen mehr Volumen verpassen will. Wenn ich vom Ansatz mehr Volumen will und will quasi mehr Stand herföhnen, dann nehme ich Root Kanal her. Root Kanal hat keinen sonderlich hohen Haltfaktor, aber es bringt halt unglaublich guten Stand an die Ansätze. Ohne dass es austrocknet, ohne dass hier in beiden Produkten ist nicht wirklich viel Alkohol drin. Das heißt, es bringt jetzt nicht dieses austrocknende Gefühl, sondern es bringt halt wirklich Volumen. Und damit ihr es mal gesehen habt, ist das hier die Art und Weise, wie Shape Vixen aussieht. Wie gesagt, das ist ein Gel.
Weiter geht's, liebe Freunde, nämlich mit Curl. Die Curl-Serie bei Evo ist nagelneu. Die ist gerade erst gemacht worden und ist, finde ich, die tatsächlich beste Curl-Serie, die es gibt auf diesem Markt. Sie ist so durchdacht, sie ist so gut gemacht und sie ist auch so innovativ, dass sie sich an das rantraut, was halt eine Curl-Serie im Normalfall nicht macht. Was habe ich bei einer klassischen Curl-Serie? Ich habe einen Shampoo und Conditioner, dann habe ich vielleicht einen Schaum und dann habe ich vielleicht noch eine Lockencreme. Das war's. Evo hat gesagt, das machen wir halt einfach mal anders und haben folgende Produkte gemacht. Was man allgemein hin als Shampoo und Conditioner hernehmen würde, das ist bei der Curl-Serie Springs Clean und Heads Will Roll. Und das sind aber beides tatsächlich nicht einfach nur ein Shampoo und ein Conditioner. Springs Clean ist ein Tiefenreinigungsprodukt. Deswegen hat das auch diese Öffnung im Endeffekt wie eine Art Applikatorflasche. Das soll halt auch wirklich auf die Kopfhaut und soll halt eben auch von der Kopfhaut aus richtig reinigen. Locken sind ganz oft so, die werden nicht häufig gewaschen. Aber in dem Moment, wo ich sie mal wirklich komplett zurücksetzen will und wirklich mal wieder deep cleanen will, kommt mir das hier so richtig gelegen. Weil ich halt super auch bis an die Ansätze runterkomme und die Locken halt richtig, richtig durchreinigen kann. Deswegen Springs Clean. Nur mal so nebenbei, wenn man das hier vorne auf dem Produkt liest, was da als Erklärung drauf steht, dann ist das ein Songtext adaptiert von Bruce Springsteen. Deswegen Springs Clean. Heads Will Roll auf der anderen Seite ist tatsächlich ein Co-Wash. Konnte ich vorher auch nichts damit anfangen. Ist eine Kombo aus Shampoo und Conditioner. Macht also sowohl für die tägliche Reinigung sauber, also für, es muss nicht unter 100% Deep Clean sein, macht es auf jeden Fall sauber, aber es versiegelt auch gleich und es hilft auch gleich wieder die Locken in Form zu bringen. Das ist so eine Sache, die halt ein anderer Shampoo-Conditioner-Combo nicht macht. Und wo ich dann als Lockenbesitzer, in Anführungszeichen, mich ein bisschen schwer tue, meine Locken wieder in Form zu kriegen, muss die dann auf dem Bleistift aufwickeln oder auf dem Finger oder dergleichen, das habe ich nicht hier das Problem. Wenn ich damit durch bin, sind meine Locken auch gleich wieder in Form, ich muss nicht zweimal drüber gehen. Die Maske in dieser Serie, ist ganz lustig, ist ein Spray. Das ist Baby Got Bounce. Und Baby Got Bounce ist echt eine reichhaltige Maske, die speziell auf Locken auch abzielt. Das heißt, hier ist viel Feuchtigkeitsausgleich, hier passiert viel, um diese Bündelung und die Sprungkraft wieder herzuholen. Baby Got Bounce wird allerdings wieder ausgewaschen. Das ist kein Leave-In, auch wenn es ein Spray ist. Es sieht ein bisschen aus wie Happy Campers. Aber wenn man sich das mal anguckt, es ist eine ganze Spur flüssiger als Happy Campers. Es ist keine richtige Creme in dem Sinne. Deswegen, das kommt dann auf die Haare nach. Springs Clean würde ich immer das hier wählen. Wenn ich mit Heads Will Roll arbeite, dann nehme ich nur Heads Will Roll und ich brauche kein zusätzliches Produkt am Becken in dem Sinne. Dann machen wir noch die Lockendefinier- und Styling-Produkte. In dem Falle ist das Total Recoil und Liquid Rollers. Total Recoil habe ich noch nicht allzu viel damit gearbeitet. Meine Mädels, die Locken haben, sind aber dementsprechende Fans davon, gerade die, die sagen, ich will, dass meine Locken richtig fixiert sind. Die müssen relativ hart sein, die müssen so auch gebündelt bleiben. Die wollen eher eine höhere Definition mit einem härteren Haltfaktor, als dass sie quasi gebündelte, aber halt eben eher ja, im Ganzen Locken haben möchten. Friseure unter uns werden verstehen, was ich damit meine. Allerdings muss man dazu sagen, Total Recoil habe ich so schon ausprobiert und es macht nicht knusprig. Und auch da wisst ihr, was ich meine. Das zweite Produkt dabei ist Liquid Rollers. Und jetzt von mir, für euch. Das ist die beste Lockencreme auf Gottes grüner Erde. Punkt. Und da bin ich sehr biased, meinetwegen. Aber ich habe Kunden, die kaufen nur das bei mir, meinetwegen. Die sagen, ich habe sonst nichts von Evo, aber ich brauche dieses Produkt. Das ist die beste Lockencreme, die es gibt. Und auch ich bin dann wieder so, dass ich sage, ich habe recht viele Produkte zur Auswahl. Aber jeder, der mich nach einer Lockencreme fragt, kriegt das hier von mir. Ist einfach so. Und damit sind wir angelangt bei Straight. Straight ist die Serie, die mit Abstand die meisten Produkte hat. Aber es ist auch die Serie, wo sich extrem viel abspielt. Bei Straight auch ganz klassisch ein Shampoo, ein Conditioner. In dem Falle ist es Maintamer. Und Maintamer deswegen, weil es halt die Mähne zähmen soll. Das sind wirklich Produkte, die sind so krass, wenn es um glatte Oberfläche herstellen geht, wenn es um Anti-Frizz geht, die auch gerade so richtig dicke, ich sag mal, Pferdehaare
wirklich behandelbar kriegen und so, dass man sagt, boah, ich muss mir hier nicht den Wolf glätten, sondern ich habe schon eine sehr viel glattere und schönere Struktur. Dabei helfen einem noch Easy Tiger und das gute alte Lockdown. Beides sind technisch gesehen Hitzeschutzcremes. Easy Tiger hat einen gewissen Halt, also einen ganz leichten Halt. Lockdown hat keinen Halt. Ich sage immer, Easy Tiger ist so wirklich für die richtig harten Fälle, wo ich sage, ich brauche halt auch noch durchs Föhnen und dergleichen einen gewissen Glattgrad, den ich damit herhole. Lockdown ist so, every day, all the time, kann ich immer hernehmen, habe ich immer eine super Anti-Frizz-Wirkung, habe immer einen super Hitzeschutz. Das kann ich aber immer hernehmen, da habe ich jetzt nicht sonderlich noch einen extra Halt- oder Styling-Faktor. Last but not least in der Serie, Love Touch und Love Perpetua. Ist relativ einfach erklärt. Das eine ist ein Glanzspray, das andere sind Glanzdrops. Dann aber ein Glanzserum, ist kein echtes Öl in dem Sinne. Love Touch. Was soll ich über dieses Produkt sagen? Es macht unglaublich viel Glanz. Es ist dahingehend schön, es ist auch auf einer Serumbasis, es ist auch keine Ölbasis in dem Sinne. Es glänzt, aber es fettet nicht ohne Ende und es riecht einfach mal nach Wassermelone. Yes! Das ist eines der mit Abstand coolsten Glanzprodukte, die ich persönlich kenne. Ich liebe das ohne Ende und ich hau das wirklich so ziemlich all meinen Mädels drauf. Man hat in den Videos, die ich bis jetzt gemacht habe, schon immer gesehen, Glanzspray zum Schluss ist immer so mein Ding. Ich wähle dann entweder Mystical Shine Spray von Color Wow oder ich nehme Love Touch von Evo. Und Love Perpetua ist so eine richtige Allzweckwaffe. Auch in allen Produkten, die ich im Salon benutze. Im Style-Video werde ich es des Öfteren noch mit hernehmen, denn Love Perpetua kann ich überall mit reinpacken, wenn ich mehr Glanz haben will. Wenn ich also sage, ich nehme mir meinetwegen ein Whip It Good Schaum, was der Moisture Schaum ist, und packe da einfach noch 2-3 Tropfen vom Love Perpetua mit rein, dann habe ich einen Feuchtigkeitsschaum mit Glanzeffekt. Mega, oder? Selbes gilt für Easy Tiger, selbes gilt dann später für die jeweiligen Styling-Produkte. Ich kann mit Love Perpetua immer irgendwo noch einen Schuss Glanz mit reinpacken. Flüssiger Glanz. Wenn ihr mal gesehen habt, wie das funktioniert, das ist Love Perpetua. Wenn ich das hier so ein bisschen gegens Licht halte, dann könnt ihr sehen, das glänzt. Straight ist die teuerste Serie bei Evo. Und ich muss aber dazu sagen, Straight ist auch wirklich die krasseste Serie bei Evo. Wenn ich viele Haare habe, dicke Haare habe, Locken habe, die glatt werden sollen und ich nehme Maintamer her, ich nehme Lockdown Easy Tiger her, dann werden die glatt. Und dafür muss ich kein Zauberer sein an der Bürste. Ich kann es aus Erfahrung sagen bei den Kunden, die ich gemacht habe. Ich habe einen sehr guten Kollegen und das ist auch der Brandmanager bei Evo bei uns im Büro. Hallo, Aram. Der hat lange Zeit Maintamer und auch die Straight-Serie genutzt und hat halt einfach da auch brillantes Feedback gegeben und uns immer wieder gesagt, wie überrascht er ist, wie glatt und wie gebändigt er seine Haare kriegt. Solltet ihr Aram irgendwann mal im Brand Magazine oder auch so live treffen, dann werdet ihr wissen, was ich damit meine. Das sind alle 5 Pflegeserien. Es gibt noch eine Produktkombo abseits dessen, die man als Pflege bezeichnen könnte. Das ist bei Evo eher eine Tiefenreinigungsgeschichte. Schrägstrich, ich finde, es ist auch das Beste und Coolste, was wir somit für Männer haben, von Salt Scrub mal abgesehen. Und zwar ist es Normal Persons Shampoo und Normal Persons Conditioner. Die sind auch beide so auf Pfefferminzbasis und bringen so eine gewisse Kühlung und so einen frischen Effekt auch auf den Kopf. Sie sind zum Tiefenreinigen da und als zum richtig Adstringieren. Wie ich aber schon gesagt habe, ich habe viele Männer, die nutzen das von meinen Kunden und die lieben das Zeug, weil es halt einfach noch diesen Effekt, diesen Cool-Effekt hat. Ist echt eine coole Sache. Gibt es auch im Litterfluss-Kabinett. Nutzt das, probiert das auch aus, wenn ihr Evo im Salon habt. Eure Männer werden es richtig geil finden. Das sind alle Pflegeprodukte, wirklich alle Pflegeprodukte, die es gibt. Verpasst nicht Teil 2, wenn es um Styling und alle Arten von Styling-Mischungen geht. Bis dahin, das war Pulse of Beauty.